Es gibt so viele schöne Zeichen, die man sehen kann im Zuge einer Trauerfeier eben im Wald. Es passieren immer wieder Dinge. Zum Beispiel, dass wir am Andachtsplatz den Platz einnehmen und mit dem Moment, wo ich beginne zu reden, ein Kuckuck, ganz nah, zwei Bäume weiter wahrscheinlich, beginnt zu rufen und nicht mehr aufhört, bis ich nicht aufhöre zu reden. Und dann das auch für die Angehörigen so wunderbar ist, weil die dann einfach sagen, ja, genau so war er. Frau Koren, Sie sind Trauerrednerin. Es ist Ihnen ein Anliegen, auch für Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehört haben, eine würdevolle Abschiedsfeier zu ermöglichen. Wie kamen Sie denn zu diesem Beruf oder ist es eine Berufung? Ja, genau, es ist eher eine Berufung. Zu diesem Beruf bin ich gar nicht geplanterweise gekommen. Das ist gewachsen, das war dann plötzlich da. Es war an irgendeinem Punkt in meinem Leben, dass ich einen Märchenerzähler gehört habe und das mich sehr berührt hat und ich dann beschlossen habe, bei ihm Kurse zu machen, mir dieses Märchenerzählen anzueignen. Und diese Märchen, glaube ich, haben in mir das dann eröffnet, sodass ich zu den Trauerreden überhaupt erst einmal kommen konnte. Auf die Idee gekommen bin ich über einen Artikel, einen Zeitungsartikel von einem Wiener Trauerredner. Das war wieder so, dass mich das sehr berührt hat. Und ja, und irgendwann habe ich mir auf den Weg gemacht, habe mir das alles angeeignet, was ich dafür brauche und bin gestartet in diesen Beruf. Trauer und Tod, das sind ja Themen, die in unserer Gesellschaft eher tabuisiert werden. Sie hatten aber keine Berührungsängste. Nein, gar nicht. Es war dieser Zeitungsartikel, der mich animiert hat, wo ich dann gemerkt habe, der Tod, das Thema zieht mich an. Ich habe dann ganz viel gelesen über das Thema Tod, mir Filme angeschaut und habe gemerkt, okay, da gibt es gar keine Berührungsängste. Was ist denn für Sie selbst der Tod? Das große Unbekannte? Oder haben Sie eine konkrete Vorstellung davon, was im Sterbeprozess geschieht, wie es weitergehen könnte? Ja, also für mich selbst ist der Tod ein Übergang. Vom derzeitigen Standpunkt aus gesehen ist es für mich jetzt so, dass der Tod der Prozess ist, wo ich mich vom Weltlichen, vom Ego löse und gehe in einen Teil meines Bewusstseins, der jetzt mir schon zu eigen ist, also in den gehe ich zurück. Ganz konkret zu Ihrer Arbeit, wie kommen die Menschen zu Ihnen? Wie erstellen Sie Ihre Trauerreden? Die Menschen kommen zu mir, wenn eben jetzt ein naher Angehöriger verstorben ist. Es wird jetzt die letzte, also die Abschiedsfeier wird ausgerichtet und kommen eben zu mir, wenn jetzt bei dieser Verabschiedung oder Beisetzung kein Pfarrer dabei ist. Ja, ich komme dann zu den Angehörigen, wir treffen uns, wir haben ein Gespräch und ja, und wir tauchen dann gemeinsam eben noch einmal ein in die Lebensgeschichte des Verstorbenen. Das ist für mich immer ein sehr großes Geschenk, eine große Reise. Die Reise, also die Lebensgeschichte eines Menschen nachvollziehen. Diese Reise genau in die Lebensgeschichte dieses verstorbenen Menschen, diese Reise nachzuvollziehen und ein Teil von mir versucht auch immer zu erspüren, was bei dem Menschen, was war das Wesen, was war seine Intention, was war vielleicht sogar so eine Grundintention in seinem Leben. Das ist das, wo ich eben die Worte auch mitschreibe, aber auch eben versuche, gefühlsmäßig das alles zu erfassen.
Sehr wichtig sind mir auch immer die Angehörigen. Es ist mir auch immer sehr wichtig zu wissen, wer wird zu dieser Verabschiedung kommen, damit ich die Rede eben so ausrichten kann, dass sie wirklich Menschen, die dem verstorbenen Menschen nahegestanden sind, erreichen, dass die Rede berührt. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das gut gelingt, sich in das Leben eines Menschen hineinzuversetzen? Ja, das Gefühl habe ich absolut, ja. Ich merke es während der Feier, ob das jetzt stimmig ist für die Angehörigen, die da sind. Ich kriege auch das Echo im Nachhinein und ich überprüfe das halt, soweit es geht, halt für mich selber. Wenn ich die Rede schreibe oder wenn ich zum Beispiel von den Angehörigen nach Hause gehe, dann bin ich meistens sehr, sehr voll. Nicht nur mit Geschichten im Kopf, sondern eben auch mit Gefühlen, mit Energie. Und wenn ich mich hinsetze zum Schreiben, dann suche ich zum einen nach den richtigen Formulierungen, gleich die aber immer ab mit dem Gefühl, das ich habe. Und wenn die Rede fertig ist, wird das Ganze dann noch einmal gefühlstechnisch auch abgeglichen. Und gibt es dann auch so einen Punkt, wo Sie das Gefühl haben, ja, jetzt ist es rund, jetzt passt die Rede? Ja. Genau. Also ich habe dann so die Eigenart, wenn ich fertig bin, mache ich den Computer zu und am Tag der Trauerfeier mache ich noch einmal auf. Und ich arbeite die Rede noch einmal, also nur mehr so abgleichsmäßig drüber, stimme das mit dem Wetter ab und keine Ahnung, ich übertrage die Rede wahrscheinlich auf den Tag und spüre dann ganz genau, ob das passt oder nicht. Und dort, wo es noch nicht passt, das werde ich noch ändern. Und es gibt dann diesen einen Punkt, wenn ich eben zum Ort der Verabschiedung komme, wenn die Angehörigen da stehen und ich begrüße sie, dann spüre ich das und ich weiß das, ich habe da jetzt die richtigen Worte mit. So ist es bis jetzt nur immer gewesen. Haben Sie auch während Ihrer Trauerrede das Gefühl, eine Verbindung zu dem Verstorbenen zu haben? Ja, also das Gefühl habe ich nicht nur während der Rede, das habe ich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ein Kontakt auf mich zukommt. Ab dem Zeitpunkt bin ich schon so in dem Gefühl, okay, da bahnt sich schon was an. Und bin ich in Verbindung und ehrlich gesagt gleiche ich das auch mit dem verstorbenen Menschen immer, ob der ist auch Teil dieses Gefühls, das da in mir arbeitet, also auch mit dem wird die Rede abgeglichen. Wie weit geht das, dass Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen spüren? Kann es zum Beispiel auch vorkommen, dass Ihnen während der Vorbereitung für eine Trauerrede die Angehörigen etwas erzählen, wo Sie dann den Eindruck haben, na so ganz passt das doch nicht, das ist vielleicht ein bisschen schön geredet? Ja, sowas kommt hin und wieder auch vor, ja. Genau, ich nehme das auf und es merke ich eigentlich dann daheim beim Schreiben, wenn ich spüre das dann innerlich, ich kann das jetzt so nicht schreiben. Es sperrt sich dann irgendwo, dann muss ich noch ein bisschen anderen Formulierungen suchen, ich muss das Thema irgendwie umspielen schon natürlich, das irgendwie versuchen zum Ausdruck zu bringen, was gesagt wurde, aber ich kann halt dann, ich muss da spielen, damit das vom Gefühl her dann wieder passt. Weil wenn ich da quasi gegen mein Gefühl dann schreibe, dann ist die Rede nicht mehr rund. Aber mit dem Ergebnis sind dann alle zufrieden. Ja, genau, genau. War bis jetzt immer so, ja. Welche Erfahrungen haben Sie im Allgemeinen mit hinterbliebenen Angehörigen? Wo liegen die größten Unsicherheiten, wenn ein Familienangehöriger stirbt? Also meiner Meinung nach ist das größte Problem, wenn man sich niemals mit dem Tod auseinandersetzt im Leben, wenn man das so, wie wir das ja gut können als Menschen, wegschiebt auf irgendwann einmal könnte das sein, aber muss nicht sein. Das ist das größte Problem meiner Meinung nach, mich nicht mit dem auseinanderzusetzen. Und das führt dann zu einer gewissen Hilflosigkeit. Genau, es führt dazu, dass man mit dem Unbekannten, mit dem vielleicht überraschenden Erlebnis dann nur schwer umgehen kann. Und
es ist immer dann auch noch schwer, den Tod des Menschen dann auch anzunehmen, mit dem dann auch ja, sich hinzugeben, dem Leben, dass das jetzt so ist und das dann anzunehmen. Haben es konfessionslose Menschen aus Ihrer Sicht schwerer, eine würdevolle Abschiedsfeier zu erhalten? Nein, grundsätzlich glaube ich das nicht. Ich glaube, dass da jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Es ist jetzt jemand, der keiner Konfession angehört hat. Viele haben dann trotzdem einen eigenen Glauben, eine eigene Weltanschauung, ein eigenes Weltbild. Meiner Meinung nach tun sich die halt am leichtesten, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, die darüber nachgedacht haben, was könnte dann sein. Also aus dieser Vermeidungshaltung von manchen Menschen heraus, also die manche haben, dann ist da gar nichts da und dann ist es einfach sehr hart. Welche Rolle spielt die Konfession in der Vorbereitung? Also für mich in der Vorbereitung spielt die Konfession grundsätzlich keine Rolle. Es kommt immer aufs Weltbild des Verstorbenen und es kommt aufs Weltbild der Angehörigen drauf an. Es gibt konfessionslose Menschen, die einfach sehr großen Glauben in sich tragen, die sehr große Hingabe an das Leben in sich tragen und die können auch mit dem Tod sehr gut umgehen. Hingegen gibt es auch Menschen, die religiösen Gemeinschaften angehören, die sehr schwer nur mit dem Tod umgehen können. Was öfter vorkommt, ist, dass in der Familie eben verschiedene Weltanschauungsbilder beheimatet sind. Und für mich in der Rede ist es dann natürlich wichtig, diese Bilder auch aufeinander abzustimmen. Es kann sein, dass die verstorbene Person eine sehr spirituelle Person war und die Familienangehörigen sehr weltlich. Und in der Rede versuche ich dann aber trotzdem, beide Weltbilder gut zu vereinen, so dass eben für die Angehörigen der Abschied passt und dass aber das Leben des Verstorbenen auch gewürdigt ist und geehrt ist. Sie haben es mit vielen konfessionslosen Menschen zu tun. Haben Sie das Gefühl, dass unter Ihnen die spirituell Orientierten überwiegen oder sind konfessionslose Menschen in der Mehrzahl materialistisch ausgerichtet und glauben an gar nichts? Also vom Gefühl her sind es fast mehr spirituelle Menschen. Somit glaube ich, dass eben die Menschen ohne Konfession in keinster Weise weniger spirituell sind als Menschen, die einer religiösen Glaubensgemeinschaft angehören. Gibt es Beisetzungsformen, die Sie selbst bevorzugen? Geben Sie diesbezüglich Empfehlungen ab? Ja, also ich Empfehlungen kann ich da ja gar nicht abgeben, weil das eben jeder für sich entscheiden muss, was für ihn da passend ist. Für mich persönlich ist es so, dass ich das sehr, sehr schön finde, eine Beisetzung im Wald. Also die Baumbestattungen sind eine wunderbare Möglichkeit, eine letzte Ruhestätte einzunehmen. Und ich empfinde das auch immer sehr, sehr schön, eine Beisetzung im Wald zu haben. Es ist die Trauerfeier eingebettet in einen wunderschönen Rahmen der Natur. Und es gibt so viele schöne Zeichen, die man sehen kann im Zuge einer Trauerfeier eben im Wald. Es passieren immer wieder Dinge. Was zum Beispiel? Zum Beispiel, dass wir am Andachtsplatz den Platz einnehmen und mit dem Moment, wo ich beginne zu reden, ein Kuckuck, ganz nah, zwei Bäume weiter wahrscheinlich, beginnt zu rufen und nicht mehr aufhört, bis ich nicht aufhöre zu reden und dann das auch für die Angehörigen so wunderbar ist, weil die dann einfach sagen, ja, genau so war er. Zum Beispiel, oder in dem Wald, wo ich auch sehr oft die Beisetzungen habe, gibt es sehr viele Feuersalamander noch. Und Feuersalamander sind für viele Menschen von uns Kindheitserinnerungen.
Und das sind auch immer sehr schöne Momente, wenn zum Beispiel eine alte Mutter stirbt und die erwachsenen Kinder gehen den letzten, also geleiten quasi die Mutter auf ihrem letzten Weg und die Feuersalamander, diese Kindheitserinnerung, kreuzt dann den Weg. Das sind sehr besondere Momente einfach immer, die Schärfe dieses Momentes ein wenig nehmen, die Schönheit in die Schärfe des Moments bringen. Es gibt ja manchmal besondere Wünsche für eine Beisetzung, beispielsweise einfach die Asche irgendwohin zu verstreuen. Kann es dann nicht schwierig sein, wenn die Angehörigen keinen Ort für ihre Trauer haben? Ja, also ich persönlich habe noch nie etwas, also ist noch nie ein Wunsch an mich herangetragen worden, dass eben zum Beispiel die Asche irgendwo verstreut hätte werden sollen. Ich denke, dass unsere Bestattungskultur gerade sehr im Umbruch ist. Und so wie wir aufgewachsen sind und so wie wir geprägt sind, also wir haben den Friedhof noch, jetzt kommen die Wälder dazu, wir haben die Bäume. Aber ich glaube ja, dass vielleicht in einer kommenden Zeit die Gedenkstätte nicht mehr den so hohen Stellenwert haben wird, weil wir Menschen auch schon sehr in diesem Bewusstsein sind, dass wir den Angehörigen ja in unserem Herzen tragen, dass wir ja jederzeit mit ihm verbunden sind und das nicht mehr unbedingt jetzt an einer Gedenkstätte, also dass wir nicht mehr unbedingt eine Gedenkstätte aufsuchen müssen, um uns verbunden mit ihm zu fühlen. Haben Sie das Gefühl, durch die Vorbereitung der Trauerrede und auch durch die Trauerrede selbst Trost spenden zu können? Haben Sie diesbezüglich Erfahrungen gemacht? Ja, also das Gefühl habe ich schon. Das beginnt meistens schon mit dem Angehörigengespräch. Sehr oft wird mir rückgemeldet und ich merke das ja auch, die Menschen sind manchmal ein wenig angespannt, bevor es zu diesem Gespräch kommt. Sie wissen nicht, wie wird das jetzt sein. Sie sind gerade in einem emotionalen Ausnahmezustand. Aber wir setzen uns dann zusammen und es sind immer sehr schöne Gespräche. Und es wird bei diesen Gesprächen sehr oft sehr viel gelacht. Und das allein ist schon tröstend für die Angehörigen. Und sehr oft, wenn das Gespräch schon zu Ende ist, kommt so ein erleichternder Seufzer und sie sagen, ach, das war jetzt schön, vielen Dank. Ich habe schon so Angst gehabt, was da jetzt kommt, aber es war jetzt wirklich schön. Und ja, also da glaube ich schon einmal, dass sehr viel Trost da war. Und dann ist es für mich so, dass ich scheinbar diese innere Grundhaltung habe, dass der Tod sein darf. Und ich weiß auch von mir, dass also ich bin der Überzeugung, niemand stirbt zufällig. Für mich ist es so, dass ich überzeugt bin, dass das Wege sind. Also der Zeitpunkt. Genau, es kann mir nicht passieren. Also es ist ein Stück eines mir vorgegebenen Weges. Und diese Haltung, die ich da habe, glaube ich, ist diffus trostspendend. Das ist die Haltung, auf deren Basis die Rede geschrieben wird, also und auf deren Basis die ganze Abschiedsfeier insofern von meiner Seite aus dann abgehalten wird. Und das ist, merke ich immer, eigentlich tröstend. Wie lange sind Sie denn üblicherweise in Kontakt mit den Angehörigen? Ist dieser Kontakt mit der Trauerfeier zu Ende? Sie senden ja auch die Trauerreden in besonderer Form per Post zu. Genau. Ja, also das ist so, mit der Trauerfeier grundsätzlich ist der persönliche Kontakt zu Ende. Ich melde mich dann meistens in den nächsten Tagen noch einmal telefonisch, weil es für mich auch einfach wichtig ist zu schauen, wie geht's jetzt den Angehörigen, war die Trauerfeier stimmig für sie,
war alles gut. Und dann eben versende ich auch noch die Trauerrede eben in einer schönen Form, also auf schönem Papier, in einer schönen Mappe, noch einmal per Post, sodass eben die Angehörigen auch die Möglichkeit haben, zum einen diese Rede noch einmal zu lesen, wenn diese erste große emotionale Aufregung sich gelegt hat, oder eben auch, dass Verwandte da noch einmal reinlesen können, die vielleicht zur Abschiedsfeier gar nicht kommen haben können. Wie lange ist so eine Rede üblicherweise? Das kommt ganz drauf an, wie viele Verbindungen sind da jetzt gerade noch aufrecht, wie viele Menschen, Freunde kommen da jetzt auch. Also je mehr Verbindungen da in dem Leben gerade noch aufrecht waren, umso länger auch. Natürlich dauert diese Trauerrede oder Abschiedsfeier, man kann so sagen, circa, also von 25 Minuten halt aufwärts. Sie haben zu Beginn Ihren Bezug zu Märchen erwähnt. Sind Sie auch als Märchenerzählerin unterwegs? Als Märchenerzählerin bin ich auch tätig, genau. Also ich erzähle Märchen für Erwachsene am liebsten. Und da bin ich auch immer auf Suche nach dem speziellen Märchen jetzt gerade, das mich jetzt gerade berührt. Dieses Märchen verleibe ich mir dann sozusagen ein. Also an diesen Märchenabenden ist es nicht so, dass ich mit dem Märchenbuch jetzt komme und vorlese, sondern diese Märchen leben zu dem Zeitpunkt dann schon in mir. Das heißt, nicht vorlesen, sondern erzählen. Genau. Gute Märchen sind ja durchwegs mehr als nur Kindergeschichten, für die sie oft gehalten werden. Es sind große Lebensgleichnisse. Wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt, auch im Hinblick auf Leben und Tod? Ja, also für mich sind die Märchen eigentlich der gesammelte Weisheitsschatz unserer Menschheitsgeschichte. Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass zu Beginn aller Zeiten einfach Geschichten nur mündlich überliefert worden sind. Also über Wanderer, die halt von in späteren Zeiten dann, sagen wir halt, von einem Dorf ins nächste Dorf gekommen sind. Der Wanderer hat in dem Dorf eine Geschichte erzählt, die hat in ihm gelebt. Er ist ins nächste Dorf gekommen und hat sie dort erzählt, weiter erzählt. Also es sind überlieferte Geschichten. Und wenn jeder, der ein Märchen oder eine Geschichte hört und die lebt in ihm, wenn er sie weiter erzählt, ist schon wieder ein Teil von ihm auch mit dabei. Das heißt, also in jedem Märchen, das wir aufgeschrieben haben, sind von so vielen Menschen eigentlich Erfahrungen drinnen. Und also für mich ist es so, dass da alles drinnen ist an Weisheit eigentlich, das wir brauchen können. Und gerade eben auch, was das Leben und den Tod anbelangt, der Tod ist in den Märchen fast immer präsent. Er zeigt sich in den verschiedensten Gestalten oft auch sehr schön. Und immer aber ist der Tod in den Märchen das Tor zu neuem Leben. Da gibt es dann ja auch vielleicht einen schönen Zusammenhang. Märchen können als besonderer Erfahrungsschatz innerlich tief berühren, und Sie versuchen mit Ihren Trauerreden ja dasselbe. Genau. Frau Korin, vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit. Alles Gute und danke für das Gespräch. Dankeschön.